So, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Samstag, ne? Hammer, ich wünsche Ihnen, dass Sie zu Ostern etwas zur Ruhe kommen innerlich. Gestern war ja Karfreitag. Ich möchte kurz nochmal einen Bericht abgeben von unserer Aktion auf dem Flughafen vor dem Mövenpick Hotel in Stuttgart. Dort hat sich die Friedensbewegung eingetroffen. Wir waren erstaunt, selbst erstaunt, die Organisatoren, das bin nicht ich, andere, aber ich habe das so mitbekommen, dass man sich gefreut hat, wie viele Teilnehmer doch dort zusammengekommen waren. Also mindestens 100 habe ich geschätzt. Die Polizei wird sagen 20, aber ich denke, sonst waren diese Karfreitagsaktionen immer so 30, 40 Leute vor den Kasernen manchmal. Eukom, Afrikom und so weiter. Und jetzt war aber da doch mehr. Das ist ein gutes Zeichen. Und auch die Aktion war gut, die Veranstaltung war gut. Auch von meiner Partei, die Linke, Kreisverband Böblingen, Ortsverein Leonberg, waren zwei weitere Personen da, die ich gut kenne. Und das hat mich gefreut, weil das war gar nicht so besonders abgesprochen. Es geht auch nicht so sehr darum, dass ich persönlich hier der Egoist hier von Weilerstadt immer im Vordergrund steht bei solchen Veranstaltungen. Das ist auch wichtig am Karfreitag, dass man auch die Portion Demut mal wieder hineinbekommt, weil es geht ja um Prinzipien. Prinzipien über Personen stellen. Das habe ich auch gelernt im Leben und das Ego ein bisschen zurücknehmen. Ich kann politisch gar nicht so viel bewegen. Ich kann meine Meinung sagen und hoffen, dass ein bisschen was ankommt von dem, was ich hier verkünde. Ich denke auch, dass heute mein Leserbrief in der Kreiszeitung drinsteht. Falls nicht, dann ist es nicht schlimm. Ne? Also das habe ich auch schon gemerkt im Leben, dass ich hier nicht so viel bewegen kann. Und dennoch, ich kann nicht verhindern, dass dieses Projekt möglicherweise doch im Sande verläuft. Das kann ich nicht verhindern. Und auch, ich bin da oft fahren mit der S-Bahn zu großen Montagsdemos gegen Stuttgart 21 hat nichts bewirkt. Und dann gab es ja mal diese sogenannte Volksabstimmung, die auf Zahlen, die gelogen waren, beruhte. Und dann wundert man sich natürlich nicht, wie abgestimmt wird, wenn hier keine Klarheit, Offenheit und Transparenz herrscht. Denn natürlich können bei Bauprojekten, bei großen Bauprojekten die Preise steigen und so weiter. Aber wie macht man das in der Schweiz? Da hat man doch auch ein festes Kontingent. Da heißt es, so und so viel Millionen kostet es, fertig, ne, und baut es mal oder Milliarden. Das ist in Deutschland nicht so und das deutet natürlich darauf hin, dass da die Richterskala, nach oben offene Richterskala bei solchen Großbaustellen, das nervt mich, weil das ist unser Geld. Ne? Das ist ihr Geld und mein Geld, was hier verbraten wird. Und keiner weiß, ob das sinnvoll verbraten wird, ob diese Gelder nicht auch so ein bisschen abgezweigt werden. Ich drücke mich mal juristisch ein bisschen vorsichtig aus. Sie wissen, was gemeint ist, auch wenn ich an den Bär-Flughafen Berlin denke, da kommt mir das Grausen. Ich bin ja als Kleinkind auf dem Tempelhof gewesen und von dort ausgeflogen worden aus West-Berlin. Über die Luftbrücke, ne? Das ist eine andere Story, aber es fällt mir gerade dabei ein. Und Tegel, da war ich auch schon. Tegel ist ein schöner Flughafen. Allerdings sind die, die da wohnen, natürlich vom Lärm geplagt. Na, da sind wir mal spazieren gegangen vor ein paar Jahren. Ja. Mir ist übrigens der Name eingefallen von diesem Playmobil. Playmobil. Ich habe lange rumgewartet. Ich habe gedacht, leide ich jetzt schon vielleicht an Demenz. Ne? Das Schöne an Demenz ist ja, man merkt das selber gar nicht so genau. Ne? Alzheimer, das, und lernt dann jeden Tag neue Leute kennen. Das ist die schöne Seite. Die traurige Seite sieht natürlich anders aus. Wir wissen nicht, was seelisch in dem Menschen vorgeht, der an Demenz leidet und vielleicht auch noch nicht mal mit Playmobil spielen kann. Und meine Schwiegermutter hat ja immer ein freundliches Gesicht gehabt und gelacht, als ich ihr auf dem Klavier vorgespielt hatte. Sie wurde in einem Rollstuhl hier vor den Balkon geschoben, die Balkontür wurde geöffnet und ich habe ihr Lieblingslied gespielt, die Wegewarte, ne? Hermann Löns und so weiter.
Naja, das wird einem jetzt bewusst. Vielleicht ist Ostern auch der richtige Zeitpunkt, dass man sich solche Dinge nochmal reinzieht ins Bewusstsein. Wir sind ja dann lebensfähiger und ein nützliches Mitglied der Gesellschaft, so sage ich immer, wenn wir mit uns selbst im Reinen sind. Und da ist Ostern auch eine gute Gelegenheit, am Kar-Samstag mal drüber nachzudenken. Ich werde nachher mit der S-Bahn, ja, mit der S-Bahn nach Stuttgart reinfahren, Landeshauptstadt. Und diesmal geht es hier nicht um das dümmste Projekt der Welt, was jemals angefangen worden ist, sondern es geht mal wieder um den Frieden, so wie gestern auch. Ne? Gestern auf dem Flughafen in Stuttgart eine schöne Aktion. Ich habe mich erstmal erschrocken über die hohen Parkgebühren auf dem Parkdeck 5, P5, da habe ich geparkt. Ne? Ein dunkles Fahrzeug, vielleicht haben Sie mich gesehen. Ich habe mir dann auch überlegt, passive Bewaffnung, wenn die Polizei kommt hier. Ich habe ja immer dieses Schweizer Messer für alle Notfälle im Sack. Ne? Und wenn dann die, so, selbst ein Zahnstocher ist, glaube ich, hier dran. Oh, der ist schon weg. Hier war mal ein Zahnstocher drin, der ist aber weg irgendwie. Naja, und wenn dann eben hier die deutsche Polizei, ne? Deswegen habe ich so einen Zahnstocher manchmal dabei. Okay. Naja, Parkdeck 5, hohe Parkgebühren, aber ich wusste auch nicht so genau, wie lang die Aktion geht. Die war ja dann relativ schnell zu Ende. Es gab zwei, drei Leute, die gesagt haben, was mache ich jetzt noch? Soll ich jetzt in das Hotel reingehen oder in den Flugplatz hinein und ein paar Handzettel, ein paar Flyer verteilen? Ja, das kann man natürlich machen, wo drauf steht, wir wollen Frieden oder weiteres. Aber die Menschheit ist ja so gesättigt, jeder ist ja im Stress, jeder rennt ja irgendeinem Termin hinterher, gerade zu Ostern, er will die Angehörigen, die Liebsten natürlich rechtzeitig erreichen, was ja auch verständlich ist. Und dann plötzlich stehen da also eine bunte Truppe da, einer mit der Fahne der Linken, nämlich ich, und einer mit der Fahne der DKP und noch andere schöne Plakate mit zentralen, guten Aussagen. Für mich ist das eigentlich die Wahrheit, was da gesagt wird, also einer Friedensdemonstration. Die Menschheit könnte doch mal einen ganz anderen Weg beschreiten. Nur kollektiv das zu erkennen, ist also nicht meine Chance im Leben. Ich habe die Chance, mit mir selber ins Klare zu kommen, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, und dann so durchs Leben zu gehen. Aber ob die Menschheit, das Volk, die Nation, Deutschland, Europa, die Welt hier vernünftiger handeln wird, das glaube ich eher nicht, soweit ich mein Leben überschauen kann. Es sind die Falschen an der Macht. Es geht um die Macht. Und Macht ist ja auch süß. Macht ausüben, Macht haben, Macht, Besitz, Geld, Sex. Sie wissen, das macht Spaß. Sex auch, ne? Das lasse ich mir nicht nehmen, aber die Macht habe ich nicht. Ich bin machtlos. Auch manchmal über das eigene Leben etwas machtlos. Und wie könnte ich dann die Welt verbessern, wenn an der falschen Stelle falsche Mächtige sitzen, die einfach nur noch egoistischer als ich, so wie dieser Trump oder andere, handeln? Das ist gefährlich, ne? Also Trump, Putin, Erdogan, Kim Jong-un, Iran, Nord und ja, Israel auch oder andere Staaten, von denen nicht gerade Frieden ausgeht. Das ist eine üble Sache. Und von dem Jesus Christus, der ja vor etwa 2000 Jahren in die Welt getreten ist, ging ja Gewaltfreiheit aus. Ich habe Ihnen das gestern ja erläutert, wie ich das sehe. Und auch am Kar-Samstag gilt das noch an. Er hängt ja jetzt immer noch am Kreuz. Ich habe gestern Abend in einer anderen Veranstaltung, wo ich freitags immer hingehe, das auch noch mal ein bisschen angedeutet, ausgedeutet. Und aber aus zeitlichen Gründen eben nicht zu Ende gebracht. Da gilt die Redezeit 10 Minuten. Hier habe ich jetzt 9 Minuten, also habe ich noch eine knappe Minute, über den Jesus Christus zu reden und über den Kar-Samstag. Das Wetter wird vielleicht nicht so gut, geht trotzdem nach Stuttgart, auch wenn es regnen würde. Gibt es ja einen Regenschirm. Ne? Und dann werde ich dort Menschen treffen, die mich kennen und ich die ich kenne. Ne? Das sind Menschen, die mir gut tun. Man muss im Leben auch das finden, was einem gut tut. Das dürfen sie. Ne? Sie dürfen in die Kirche gehen oder nicht in die Kirche gehen.
Sie dürfen lesen, was Sie wollen, oder Playmobil spielen. Das dürfen Sie. Ne? Und ich auch. Oder? Mit Enkelkindern mache ich das manchmal. Opa, kannst du mal helfen? Und die sehe ich auch, die Enkelkinder, freue ich mich. Und jetzt sind 10 Minuten erreicht. Ich wünsche Ihnen einen schönen, wohlschmeckenden Kaffee zum Frühstück. Innere Ruhe, gehen Sie raus, auch wenn es regnet, nehmen Sie einen Regenschirm mit. Dankeschön. Tschüss.